Hey Leute, hier habe ich euch jetzt die Prak mitgebracht. Die Prak ist so eine Waffe, die kann ich absolut nicht ausstehen. Und das liegt eigentlich hauptsächlich daran, dass sie so absolut geoverhyped ist. Also die Prak war schon immer eine brauchbare Waffe, aber es geht einfach sowas von gar nicht, dass seitdem es die Waffe gibt, sagen Leute, das wäre die stärkste Sekundärwaffe überhaupt. Da sagen immer noch, es wäre eine der stärksten Sekundärwaffen. Das stimmt einfach nicht. Die Prak ist brauchbar, sie ist okay, aber sie ist nicht besonders stark und das war sie auch nie. Also ganz im Ernst, Low Level, Mid Level, klar, da reißt ihr die Gegner mit einem Schuss weg, das schaffen aber viele Waffen, aber die Prak hat es halt eben geschafft, mit wenig Mods das Ganze zu machen. Also deshalb war sie wahrscheinlich so beliebt. Aber alles in allem, die Waffe ist einfach nicht so krass geil, wie viele behaupten. Sie ist gut und das war's. Wir haben eine 2er Riven Disposition und falls ihr euch gerade noch fragt, wo ihr die herbekommt, die gibt's von den Gustrax als, also wenn wir die töten, können wir die Teile bekommen. Die Mods, die ich drin habe, Hornissenstich, Laufstreuung, tödlicher Schwall, Prime Panzerbrecher, Prime Clever Schachzug, nur eine Crit-Chance von 43,1%, ist es fast nicht wert, Pistolenpestilenz, Ruck, Zuckung, das war's. Ja, zeige ich es euch einfach mal, ich habe jetzt ein Korrosionsbild drin. Und wir fangen an mit Gegner Level 100. Also ich habe ja schon gesagt, die Waffe ist nicht schwach oder so, aber sie ist einfach nur geoverhyped. Und das mag ich halt nicht. Das ist so wie mit dem Simulor-Hype damals. Hat ja auch jeder gesagt, Simulor beste Primärwaffe. Und was war? Das war einfach nur eine richtig gute Waffe fürs Mid-Low-Level. Da hat es halt eben alles in einem Riesenbereich weggefetzt. Was darf man bei der Prak aber auch nicht vergessen? Wir müssen direkt vor dem Gegner stehen, damit wir ihn treffen. Also das ist auch nicht ohne. Erhöhen wir mal das Level auf 150. Na, kümmere ich mich erstmal um die Kleinen. Also ganz im Ernst, die Prak ist nicht schlecht, aber überschätzt sie auch nicht. Muss in der Kopf. Ich denke mal, ihr seht jetzt auch das Problem, das ich meinte. Der direkte Damage ist wirklich ganz gut. Aber je nach Gegner... Und da könnte man jetzt auch noch mit anderen Sachen argumentieren. Nur falls ihr euch fragt, welche Waffe mir auf Anhieb einfallen würde, die besser wäre. Da hatten wir doch letztens diese Glas-Wurfmesser gehabt. Wo haben wir sie? Ich glaube, Fusilei oder so hießen die. Genau. Nur um euch zu zeigen, dass es auch anders gehen kann. Also das war jetzt nur mal ein direktes Beispiel. Diese Waffe wäre auf Anhieb schon mal stärker als die Prak. Nichtsdestotrotz, Prak, eine sehr gute Waffe. Nicht sehr gut, es ist eine gute Waffe. Die ist halt eben richtig schön, weil sie Low-Mid-Level die Gegner in Stücke reißt. Umso höher wir kommen,
umso schneller wird man merken, dass sie jetzt nicht dieses Nonplusultra ist, aber sie ist halt eben schon brauchbar. Also, ich will nicht, dass ihr das Gefühl habt, dass ich die Waffe schlecht rede. Ich möchte aber nur, dass sie endlich mal in einem richtigen Licht steht. Weil ich kann es einfach nicht ausstehen, wenn Waffen geoverhyped werden, es behauptet wird, überall sie sind die besten oder sonst was, und in Wahrheit sind die einfach nur für einen ganz kurzen Levelbereich brauchbar. Also, das mag ich einfach nicht. Aber die Prak ist halt eben eine grundsolide Waffe. Wenn ihr sie mögt, könnt ihr sie ohne Probleme bis Level 100 spielen, also das geht absolut klar. Ich würde aber trotzdem eigentlich eher bis zu Level 80 raten, da kann man die Gegner noch, sagen wir mal, relativ gut one-hitten oder mit ein, zwei wenigen Schüssen töten. Ihr habt es ja gesehen, bei Level 100 hatten wir teilweise bei den Gunnern oder den Bombarden noch so ein kleineres Problem gehabt. Aber jetzt hier mal bei Gegner Level 80. Das ist absolut kein Problem. Deshalb, falls ihr da meine Empfehlung haben wollt, Gegner Level 80, absolut brauchbar, darüber hinaus machbar und viel mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir doch ein Abo und ein Like da und bis bald.